Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um die Merkel-Damgard-Konstruktion, also die Konstruktion, wie wir aus einer Verschlüsselung eine Hash-Funktion machen. Das hört sich jetzt erstmal sehr nach Hokuspokus an, aber ist im Prinzip straightforward und eigentlich gar nicht so schlimm. Aber praktisch wird es so nicht benutzt. Eigentlich benutzt man es hauptsächlich für einen Beweis dann, aber ihr könntet so theoretisch aus eurem AES, ist zwar ziemlich langsam, aber ihr könntet aus eurem AES eine Hash-Funktion bauen. Ihr könnt euch selber also eine Hash-Funktion bauen. Gar nicht so schlimm und ja, ich zeige euch heute, wie es geht. Vor allem wahrscheinlich müsst ihr das für Prüfungen wissen, deswegen easy. Okay, also die Merkel-Damgard-Konstruktion sieht so aus. Wir haben hier ein Ideal Cipher oder irgendein anderes Verschlüsselungsschema. Ich nenne es jetzt hier mal IC für Ideal Cipher. Und was wir dann am Ende rausbekommen werden, ist, durch diesen Ideal Cipher, also wir nehmen an, dass diese Verschlüsselung wirklich perfekt ist, dadurch bekommen wir auch ein Random Oracle wieder raus. Da wir aber keine perfekte Verschlüsselung haben können, bekommen wir auch kein Random Oracle raus, weil wir hier niemals ein IC einsetzen können. Aber nehmen wir einfach mal an, wir hätten so ein IC, also ein Ideal Cipher, dann würden wir auch ein Random Oracle rausbekommen. Ziemlich cool, oder? Gut, was wir jetzt machen ist, wir kopieren dieses Ding hier einfach mal total stumpf einmal und dann vielleicht noch ein zweites Mal. Eigentlich reicht es da, wenn wir das dreimal haben. So, und hier in der Mitte kommen dann am Ende Punkte hin. Und was wir jetzt hier reinpacken, ist wieder mal ein Initialisierungsvektor. Den kennt ihr aus der symmetrischen Kryptographie. Das ist einfach irgendein Zufallswert, mit dem wir am Anfang anfangen. Beziehungsweise in dem Fall sollte es nicht unbedingt ein Zufallswert sein, sondern was, was euer Gegenüber dann auch benutzen kann, also auch wissen kann. Oftmals wird hier einfach 0 verwendet. Okay, was wir dann hier reinstopfen und da drüben überall, das werde ich euch gleich noch zeigen. Erst schreibe ich das Ergebnis mal hin und zeichne hier fertig. So, wie gesagt, hier in der Mitte kommt einfach mal das Ganze als Punkt, Punkt, Punkt hin. Also hier könnt ihr euch so viele Ideal Ciphers vorstellen, wie ihr wollt. Und da ist auch eine Verbindung dann dran. Also ihr seht, das Ergebnis von unserem ersten Ideal Cipher ist der Input oder der Initialisierungsvektor von unserem zweiten Ideal Cipher und so weiter und so fort bis zum letzten hin. Und was dabei rauskommt, ist der Hashwert, Achtung, jetzt muss ich erstmal die Textbox hier setzen, der Hashwert von M1, danach M2, also konkateniert soll das heißen, dann konkateniert mit M2, ups. Ich schreibe das mal ein bisschen tiefer, damit ich weiß, dass ihr das auch noch habt hier alles. M2 und so weiter bis hin, verdammt, jetzt reicht es wieder nicht, bis hin zu MN. So, jetzt seht ihr hier auch schon die Punkte und unsere Nachricht M, die definieren wir einfach mal als quasi diese konkateinierten Nachrichten. Also unsere Nachricht M teilen wir jetzt hier auf in M1, M2 und so weiter bis MN hin. Und ja, am Ende bekommen wir natürlich den Hashwert von unserer Nachricht raus. Aber hier, damit wir schon mal wissen, was M1 bis MN sind, das ist nämlich einfach Teile von unserer Nachricht. Gleich lange Teile übrigens immer. Okay, und hier oben, ihr könnt euch jetzt schon denken, kommt jeweils, na komm schon, lass mich schreiben, M1 hin. Und dann kommt M2 hierher, also nicht wieder M1, keine Sorge. Und dann kommt M2 dahin und hier hinten kommt dann MN hin. Also ihr macht dann einfach so lange weiter, bis ihr hinten bei N angekommen seid. Okay, das heißt, wenn wir hier einfach am Anfang nehmen wir einen Initialisierungsvektor, irgendwie 0 oder sowas, dann verschlüsseln wir den ersten Teil der Nachricht, nehmen das als weiteren Initialisierungsvektor für unseren zweiten Teil der Nachricht, das verschlüsseln wir wieder und so weiter und so fort, bis wir beim letzten Teil der Nachricht angekommen sind und den verschlüsseln wir und die Verschlüsselung vom letzten Teil der Nachricht, das ist jetzt unsere H von M, also unser Hashwert von der Funktion, von der Nachricht M. Gut. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, dass das nicht sicher ist oder ihr könnt mal überlegen, warum das nicht sicher ist und ich lasse euch einfach so lange überlegen, bis es weitergeht mit der Kryptografie. Vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen auf, was wir hier machen könnten. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.